im Reich der Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, was haben wir hier stehen? Zwei verschiedene Topfvarianten. Wir haben gemeinsam ein Experiment gestartet, damals mit der Penis-Chili. Sie aus dem Topf oder mit dem Topf in die Hydrokultur einzupflanzen, ohne dass Wasser in den Topf, also in den oberen Topf hier kommt. Hat wunderbar funktioniert. Der Pflanze geht es richtig gut, mega gut. Ja, und dann stellte sich die Frage, wie sieht das denn aus mit Selbstbewässerung? Wenn du jetzt einen Topf hast, wo Erde drin ist, kann man den auch selbst bewässern? Ist das möglich oder nicht? Das haben wir jetzt hier versucht. So, hier hat sich jetzt etwas gezeigt. Ja, das kann man so vielleicht noch nicht sehen. Ich würde sagen, wir schauen uns gleich eine Nahaufnahme an. Also es wird sehr interessant werden. Wir können da sehr viel mitnehmen von heute. Zumindest alle die, die das Ganze schon eine Zeit lang verfolgen. Ja, und dann haben wir ein Päckchen. Ich habe ja gesagt, ich bestelle mir diese Drosera, um mal zu gucken, wie das Ganze hier ankommt, wie das ausschaut. Das Ganze ist da. Und das werden wir als allererstes jetzt gemeinsam auspacken, weil das ganz wichtig ist, dass die Pflanze sehr schnell rauskommt. Und dann gucken wir mal, was das alles hier mit auf sich hat mit den ganzen, ja, Chilis in dem Sinne, mit diesen beiden Varianten, was da geht oder nicht geht. Und wir werden auf jeden Fall damit heute noch etwas machen. Was genau verrate ich euch jetzt noch nicht. Das muss ein bisschen Spannung aufbauen, ne? Tada! Guck mal da. Ja, so sieht das hier innen drin aus. Wir sehen, wir haben ja einen durchsichtigen Topf, damit wir das beobachten können, wie das Ganze innen ausschaut. Ganz kurz nochmal erklärt zu dieser Chili hier, zu der Penis-Chili. Es ist so, dass der Topf hier selber also nicht im Wasser steht. Anfangs damals ja, damit die Wurzeln langsam einwachsen hier in dieses Tongranulat. Hat wunderbar funktioniert. Dann haben wir den Wasserstand niedriger gehalten, sodass kein Wasser mehr direkt an den Topf kommt, so dass der Topf hier, also die Erde hier, trocken bleibt. Richtig, also die ist knochentrocken, die Erde, da ist überhaupt keine Feuchtigkeit drin. Die Feuchtigkeit ist nur hier im unteren Bereich und dort holen sich die Wurzeln jetzt das Wasser und dementsprechend natürlich die Nährstoffe, so wie wir das aus der Hydroponik schon kennen. Mit 1200 Mikrosiemen. So, ja, okay, komm, packen wir so ein Päckchen aus und dann geht es hier mit los. Das wird mit Sicherheit sehr interessant werden, vor allen Dingen auch für die Zukunft. Das ist ja eigentlich das Interessanteste an der ganzen Sache. Nicht, dass man nur etwas jetzt hier gleich erfährt, sondern auch für die Zukunft spannend bleibt in dem Sinne. So, wir packen ein Päckchen mal aus, ne? Boah, da bin ich echt mal gespannt, wie der Sonnentau hier ausschaut. Die Spannung steigt. Es ist immer wieder interessant, wenn man etwas bestellt, was denn dort ankommt. Ja, zum einen mache ich das natürlich für euch und zum anderen auch für mich, weil mich die Pflanze interessiert hat. Aber zum anderen halt auch, um mal zu gucken, wenn du sowas bestellst, wie kommt das denn überhaupt an? So, im Gucken, das muss ich mal wegpacken, das ist die Rechnung. So, hier haben wir schon das Schätzchen. Mal gucken, wie ich das mit der Höhe jetzt hinbekomme hier. Oder nee, so, mal gucken, ich stelle es erstmal so hin. So, hier ist der Topf, also recht großer Topf, wie wir sehen. Gespannt, wie dann auch die Pflanze dementsprechend aussieht, wie die hier angekommen ist. So, wackel, wackel, buckel. So, bis jetzt sieht alles okay aus. Oh, oh ja, man kann sogar schon etwas sehen. Das Etikett, Drosera Capensis All Red. Ja, okay, hier muss ich mal gerade gucken, ziehen wir die mal vorsichtig hier raus. Also die Verpackung ist okay. Jetzt ist das hier unten noch zugeklebt. Ich würde sagen, das packe ich dann mal eben alleine raus, und dauert das zu lange hier. Und dann schauen wir uns die Pflanze gleich mal an. So schick schaut die Drosera jetzt aus. Ja, ich würde sagen, Versand ist mega cool gelaufen. Der Pflanze geht es richtig gut soweit. Ich würde sagen, ich zeige euch zum Vergleich mal die Drosera Capensis, die normale in dem Sinne, die wir jetzt haben, die wir damals durch Samen vermehrt haben, damit man mal so einen kleinen Unterschied sehen kann. Ja, und dann werde ich mit der Pflanze gleich noch so einiges machen, bevor sie dann tatsächlich hier im Raum bleiben darf. Da muss ich noch überlegen, aber das sehen wir gleich mal. So, dann zeige ich mal just den Vergleich. Ist auch interessant, die Pflanzen mal nebeneinander zu sehen. Hier die All Red Left Side und hier die normale Capensis.
mit einem wesentlich kräftigeren Grün und hier tatsächlich das Ganze etwas in rötlicher in dem Sinne. Jetzt haben wir hier eine Einzelpflanze und hier haben wir jetzt eine Gruppierung von Pflanzen. Ja, also die werden wir auf jeden Fall herausnehmen und eine separieren. Mal gucken, wie wir die mit den anderen weiter vorgehen, aber weiß ich jetzt noch nicht. Aber muss ich sowieso mal gucken, was wir da jetzt mitmachen. Es geht auf jeden Fall eine Pflanze in die Selbstbewässerung von Lechuza hier. Muss ich mir aber erst bestellen. Und die anderen muss ich, wie gesagt, mal gucken. Auf jeden Fall interessant zu sehen, dass das also doch schon ein relativ großer Unterschied ist von Sorte zu Sorte. Ja, ne, Capensis ist nicht gleich Capensis. Da gibt es auch noch andere Sorten. Und ich habe draußen sogar eine stehen, die sieht noch anders aus. Da bin ich mal gespannt, was daraus mal wird. So, ja, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Ich werde die Pflanze gleich mal kräftig wässern, um dann gegebenenfalls mal zu gucken, ja, messen und so, weiß Bescheid, nicht wahr? Also so weit ist die Pflanze also wirklich super gesund, kräftig. Nun ja, es ist ein dicker Horst von ganz vielen Pflanzen. Oh, das ist natürlich mega cool. Von daher, mal gucken, was wir dann mit der Drosera All Red machen. So, das mal kurz zu dem Neuzugang. So ein Mix heute, wa? Fleischfressende Pflanzen und die scharfen Chilis. So, ich mache mir hier Gedanken und Gedanken jetzt die ganze Zeit schon, wie gehen wir mit dieser Chili weiter vor. Es ist jetzt so gegeben, dass das ganze System an und für sich okay ist, aber die Chili steht in der Erde und Chilis mögen es nicht, wenn sie ständig nass sind. Jetzt ist aber so gegeben, da wir einen Vorratsbehälter haben, wo Wasser drin ist. Also saugt die Erde ständig Wasser, bis das unten verbraucht ist, in dem Sinne. Und dann ist erstmal gut, hat soweit ganz gut funktioniert. Man kann jetzt auch ein paar Tage warten, bis die Erde anfängt abzutrocknen, befüllt das Ganze komplett dann wieder, insbesondere auch natürlich die Erde dementsprechend mit, bis das System wieder voll ist. So, jetzt ist aber dann wieder so gegeben, dass das Ganze 1-2 Wochen komplett wieder pitschepatsche nass ist. Ja, es ist so, das ist nicht optimal. Der Topf ist also jetzt richtig nass hier, das Wasser ist verbraucht. Wurzeln sehen soweit okay aus, also ist jetzt nicht so viel zu merkeln dran, muss ich ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz geht es der Pflanze nicht ganz so gut. So, damit wir das jetzt mal sehen können, was ich meine, zeige ich euch jetzt kurz mal eine Nahaufnahme und ich muss mir weiter Gedanken machen, wie ich hier vorgehe. Ich habe eigentlich eine Idee, sondern ich möchte gerne etwas Radikales machen. Ja, warten wir erstmal einen Moment. Ich versuche es mal drauf zu bringen. Hier sehen wir jetzt die Spitzen. Ja, die werden bräunlich, gelblich, bräunlich, schwarz und fallen dann ab. Und ich gucke mal, ob ich das jetzt so hinbekomme, vorsichtig. Irgendwo hier konnte man es auch sehr gut sehen. Hier, auch hier sieht man das. Also es ist alles gelblich, blass. Ja, das ist jetzt seit einer geraumen Zeit so, von der Entwicklung her. Ist nicht optimal. Ich meine, insgesamt im Habitus der ganzen Pflanze sieht man das nicht an. Wenn man das Ganze näher betrachtet, dann fällt einem das schon auf. Und ich gehe davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass die Pflanze tatsächlich ständig nass ist. Also, ja, ist jetzt nicht so optimal, muss ich ehrlich sagen. Hier sieht es noch relativ gut aus. Also ich bin wirklich drauf und dran, das Ganze mal, ja, auch versuchsweise, ne, um mal zu sehen, was dann passiert, was für Möglichkeiten es gibt. Mann. Ja, also ich bin mit der Entwicklung so nicht zufrieden, bin ich ganz ehrlich jetzt. Und das heißt Klartext, der erste Gedanke ist der beste. Wir werden jetzt was mit der Pflanze gemeinsam machen. Die Mutant-Chili. Ich zeige euch jetzt, bevor wir hier rangehen, nochmal kurz die Früchte, die man sehr schön sehen kann. Die sind also reif hier, die beiden. Ja, was heißt reif, ne? Die sind im Prinzip auch reif hier, die kann man also auch essen. Und ich denke auch, dass die Samen, die sich hier drin befinden, tatsächlich auch schon zur Aussaat geeignet sind. Und hier sind also auch noch ein paar Grüne dran, also richtig Grüne. Aber auch hier denke ich mal, die sind schon groß genug, alt genug, um auch dementsprechend keimfähige Samen zu haben. Nun ja, also ich werde jetzt hier was machen, weil ich war versucht, mach klug, weiß Bescheid. Es ist mir einfach zu heikel, das Ganze hier. Aber nichtsdestotrotz ist sie so sehr schön gewachsen jetzt im Laufe des Jahres. Nur das hier in diesem System funktioniert jetzt nicht wirklich so gut. Auf der Seite hier sind tatsächlich noch reife Früchtchen, auch im oberen Bereich. Kriege ich jetzt nicht runter. Auch hier sind noch Früchte dran. Also die nehmen wir jetzt auf jeden Fall ab. Tja, nicht um sie zu essen, sondern um an die Samen zu kommen. Ja, okay, komm, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist Zeit hier mal einzugreifen. Eine Stunde später, ich kann mich nicht entscheiden. Ich wollte es machen, aber jetzt
lasse ich es dann doch erstmal, weil es ist noch ein Faktor, den ich nicht berücksichtigt habe, das ist das Licht. Sie steht sehr nah am Zusatzlicht. Es kann durchaus sein, dass dadurch bedingt das Ganze jetzt so in Erscheinung getreten ist, wie es ist. Die anderen stehen alle etwas weiter vom Licht weg. Und ich habe auch bei dieser Penis-Chili das gleiche Phänomen damals erlebt. Auch hier wurden die Blattspitzen im Prinzip, also die Austriebe, die jungen Austriebe, gelblich. Die wurden nicht mehr richtig grün. Dann habe ich sie tiefer gesetzt, nachdem wir sie auch umgebettet hatten, das Ganze. Und seitdem ist sie kräftig grün. Also diese Chili braucht gar nicht so viel Licht. Sie steht also relativ weit weg. Ich würde sagen, jetzt etwas über einen Meter. Ja, es funktioniert. Und sie hat auch tatsächlich hier eine wunderschöne Frucht ausgebildet schon. Und jetzt hat sie geblüht. Sie blüht immer noch. Ständig macht sie neue Blüten. Bisher sind sie allerdings immer wieder abgefallen. Trotzdem ich sie versucht habe zu bestäuben. Allerdings ist es mir jetzt gelungen, zwei neue Früchte entwickeln sich jetzt, also funktioniert das soweit schon mal ganz gut. Sie steht nicht so nah am Licht. Also bevor ich jetzt hier etwas mache, muss ich diesen Punkt erstmal berücksichtigen und in Erfahrung bringen, ob es vielleicht daran liegt. Das heißt also im Klartext, wir stellen sie jetzt so, wie sie ist, erstmal weiter vom Licht weg und behandeln sie so wie bisher auch. Das heißt also, hier ist jetzt Minimum erreicht, es steht kaum noch Wasser unten drin. Das heißt, ich warte jetzt ein paar Tage noch, bis wirklich zwingend notwendig ist, dass sie wieder Wasser braucht. Und dann werde ich dementsprechend das Wasser hier wieder hineinfüllen, weil die Wurzeln sehen eigentlich gut aus. Also daran kann es eigentlich gar nicht so liegen. Aber nun ja, es gibt viele Gesichtspunkte, die man halt berücksichtigen muss, nicht wahr? Von daher, Thema Licht, würde ich sagen, stellen wir die erstmal etwas weiter weg vom Licht und mal gucken, wie sie sich dann entwickelt. Ja, das siehst du schon. Es gibt so viele Faktoren, die eine Rolle spielen können. Ne? Auch das Licht ist ganz wichtig zu berücksichtigen. Hatte ich jetzt anfangs vergessen, weil ich war ein bisschen zu euphorisch, auch schon, muss ich ehrlich sagen, hier jetzt etwas Neues mitzumachen. Also ich lasse sie jetzt so, wie sie ist, werde nichts dran machen und beobachten sie gemeinsam weiter. Mal gucken, ob sich das dann jetzt reguliert, wenn sie etwas weniger Licht bekommt. So, das heißt, ich muss jetzt auch alles umstellen hier in dem Sinne, was ich eigentlich vorhatte, mache ich dann ja jetzt nicht. Ich würde sagen, ich weiß nicht genau, schauen wir mal. Dann bleiben wir kurz mal bei der Penis-Chili. Hier können wir jetzt sehr schön die Frucht sehen, die sich hier entwickelt hat. Oh, ist mega cool gewachsen. Sieht sehr interessant aus. Das Interessante ist sowieso bei den Dingern, die sehen alle so ein bisschen anders aus. Aber okay, das kurz jetzt zum Habitus mehr oder weniger. Zum das mal ein bisschen weiter weg, dass man das mal sieht. Sieht kräftig grün aus. So, dann sind wir jetzt hier im unteren Bereich. Das ist der eigentliche Topf, wo also auch Erde drin ist, Kokoserde in dem Sinne. Steht allerdings, wie gesagt, nicht im Wasser. So, dann gehen wir mal ganz unten, damit wir das ganze System mal komplett erkennen können. Hier sehen wir auch den Wasserstandsanzeiger und das Wasser, das hier drin steht. Das kann man sehr schön erkennen. Das geht jetzt bis hier. Ich drehe den Topf mal eben, aber erstmal muss ich das Display drehen, sonst sehe ich nämlich nichts. Ja. Dann schauen wir das Ganze mal rundherum an. Also man sieht, es funktioniert wunderbar. Es ist ausreichend Wasser oben drin und auch die Wurzeln entwickeln sich im oberen Bereich, wo also kein Wasser drin ist. Das ganze System zieht Wasser nach oben. Dieses Tongranulat zieht Feuchtigkeit nach oben und dementsprechend können auch die Wurzeln sich hier in dem Bereich wunderbar entwickeln. Man sieht, die Wurzeln haben also noch ausreichend Platz für die Zukunft. Von daher ist dieses System eigentlich okay. Also es ist super genial. Es funktioniert wunderbar. Sieht zwar nicht so hübsch aus, aber ne, zum Lernen ist es doch wohl einfach nur genial. Ja, mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen. Wichtig ist halt nur, dass dieser Topf hier, könnt ihr jetzt nicht sehen, nicht im Wasser steht. Also das ist ganz wichtig, damit die Erde keine Feuchtigkeit zieht. Und das funktioniert einfach nur genial. Tja, das ist ein mega cooles Projekt. Moment. Das ist so mega cool mit diesem Teil hier. So, also die Erde ist tatsächlich trocken. Ich zeige es jetzt nochmal, damit man es auch wirklich sehen kann. Die ist also richtig trocken. Die Erde ist kein bisschen Feuchtigkeit drin. Hier haben wir den Wasserstandsanzeiger. Der ist noch nicht ganz auf Minimum, also ist noch ausreichend drin. Selbst wenn der auf Minimum steht, haben wir später noch ausreichend Wasser drin. Also braucht man nicht ganz so bange haben, selbst wenn es auf Minimum steht, dass man Gefahr läuft, dass das Ganze austrocknet. Und wenn es auf Minimum steht, entsprechend dann reagieren wir und füllen das Ganze wieder bis auf Maximum auf und haben dann halt für lange Zeit ausreichend Wasserreservoir hier drin. Das ist so mega cool, dass das so funktioniert. Ja, ein bisschen hübscher wäre natürlich okay, aber das war ein Versuch, mal zu gucken, wie wir diese Pflanze in dem kleinen Topf hier tatsächlich auch über den Winter bringen können und gegebenenfalls im Haus weiterhin pflegen und auch zum Blühen und Fruchten bringen, ob das so funktioniert.
Bis jetzt sieht's, würde ich sagen, relativ okay aus. Das mal kurz zu der Penis-Chili. Schauen wir uns die Penis-Chili noch ein bisschen weiter an. Hier sehen wir jetzt wunderschön eine neue Blüte, die sich öffnet hier. Gehe ich ab und zu dann mit dem Finger mal vorsichtig dran, nicht zu dolle drücken. Ja, also sie macht immer wieder neue Blüten nach wie vor. Achso, was ich auch noch zeigen wollte, sind gekräuselten Blätter hier. Ich habe bisher immer mit aufgedüngtem Wasser nachgefüllt. Dann fingen die Blätter an, sich zu wellen. Das war, als sie noch kleiner waren. Und dann bin ich dazu übergegangen, jetzt nicht beim jedes Mal mit Dünger nachzufüllen, also aufgedüngtem Wasser, sondern ja, alles jede zweite oder dritte Mal dementsprechend nur noch, weil es ist also vollkommen ausreichend. Von da muss man also ein bisschen aufpassen, dass man sie nicht überdüngt. Aber das kann man, wie gesagt, ganz gut erkennen eigentlich, wenn die Blätter anfangen, sich zu wellen. Dann hast du auf jeden Fall mehr als genug gedüngt. Und von daher sind wir da so ein bisschen vorsichtig jetzt. Jetzt sieht man auch hier noch wunderschön eine Blütenknospe, die jetzt bald aufgeht. Also es kommen immer wieder neue Blütenknospen. Ich weiß gerade nicht, wo die sind, die jetzt schon befruchtet waren. Ob ich da jetzt so direkt rankomme, ob ich das sehe. Wahrscheinlich nicht. Da müsste ich erstmal selber suchen. Auch hier eine Blütenknospe. Also es funktioniert wunderbar. Das ist also wirklich genial. Ich gucke mal eben, wo die Früchte waren, die sich jetzt noch entwickelt haben. Moment. Schau mal eben. Irgendwo müssen sie sein. Das war die jetzt, die schon fertig war. Wir müssen ein paar ganz kleine dran sein. Ah, da. Da, guck mal da. Da ist eine. Und da hängt noch eine von dran. Also zwei entwickeln sich auf jeden Fall jetzt schon mal wieder. Ist schon cool, nicht wahr? Ja, vor allem, wenn du weißt, so, wann du düngen kannst und nicht. Wir haben gesehen, das ist ein dunkles, kräftiges Grün. Ja, es war dann irgendwann doch zu viel Dünger. Aber nun ja, die Pflanze selber hat es nichts ausgemacht. Wir haben zeitig reagiert. Und dementsprechend bekommt sie jetzt nicht mehr so oft das Wasser aufgedüngt nachgereicht, sondern nur noch jedes dritte Mal ungefähr dann dementsprechend. So kann es kommen. Da kommt alles ganz anders als geplant. Es war, aber macht ja nichts. Also das nehmen wir alles einfach so mal mit. So, währenddessen ich das mal kurz hier mache, zeige ich euch eine Zeitrafferaufnahme von der Drosera, die ich jetzt vorhin gemacht habe, um mal zu gucken, was sich dort so bewegt. Soweit ich das beurteilen konnte, war das nicht viel. Ein paar Springschwänze konnte man erkennen, aber das ist normal. Zunächst mal werde ich die Pflanze jetzt komplett tauchen. Mal gucken, ob das jetzt so gelingt. Wir gießen hier einfach Wasser rein, solange bis der Pott hier voll ist. Ja, aus verschiedenen Gründen. Das werden wir dann vielleicht sehen und gucken, ob wir hier ein Ergebnis erzielen oder nicht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber das mache ich jetzt grundsätzlich mit allen Pflanzen, die ich bekomme. Die werden erstmal kräftig getaucht. Vielleicht wäre es auch sinnvoller gewesen, einen noch größeren Topf zu nehmen. So, ich würde sagen, das Ding ist voll. Vielleicht einen kleinen Schluck noch. Aufpassen, dass er nicht überläuft. Ja, so ist okay. So, ja, das lasse ich jetzt eine Zeit lang stehen, währenddessen ich im anderen Raum weiterfilme. Allerdings machen wir hierfür erstmal eine andere Einstellung und dementsprechend eine Zeitrafferaufnahme. Das ist also nicht weiter tragisch. So, ich gieße das Wasser jetzt mal hier in den Untersetzer. Der ist natürlich sauber, ganz klarer Fall. Und mal gleich das Ganze zu messen hier. So, Schätzlein. Ist doch eine Menge Wasser reingegangen. Alter Falter. So, ich mache das mal just alleine für mich hier, ohne jetzt eine neue Einstellung zu machen, weil es dann doch einfacher ist. Es dauert das Ganze zu lange hier. So, Mikrosiemenswert kann man ja ganz schnell ermitteln. Der liegt hierbei. Sag und schreibe, knapp etwas über 50. Also, würde ich sagen, das ist normal in dem Sinne. Ja, aber das ist jetzt natürlich nicht ganz so praktikabel, weil wir hier jetzt Osmosewasser hineingepackt haben. Das wird jetzt auch eine Zeit lang dauern, bis das Ganze sich reguliert. Stelle ich da mal hin. Stelle ich einfach mal so hin. So, dann kann ich das auch beobachten. Ja, also manchmal läuft es anders als geplant, auch im Film natürlich, ganz klarer Fall. Aber ich denke mal, das ist besser, wenn ich dann das auch mal so zeige, nicht wahr? Denn auch die Gedanken, die man sich vorher macht, wenn man etwas verändern möchte, etwas angehen möchte, kann sich plötzlich tatsächlich auch ändern, indem man dann ganz andere Gesichtspunkte in dem Sinne berücksichtigt. Und von daher nehmen wir auch das heute einfach mal so mit, dass das mit der Penis-Chili hier so geil funktioniert. Ja, da bin ich so glücklich drüber. Vor allen Dingen, das System ist ja einfach. Es ist im Prinzip genauso wie ein Selbstbewässerungssystem. Es ist ein Selbstbewässerungssystem. Und von daher ist es natürlich mega cool, tatsächlich auch Pflanzen, die im Topf in der Erde stehen, dementsprechend weiter kultivieren zu können in einem Selbstbewässerungssystem. Allerdings dürfen diese Töpfe nicht im Wasser stehen, sonst sind die immer nass und das ist nicht so gut. Ja, so funktioniert es. Das ist Problem ist natürlich bei dem System der Anfang. Ne? Du musst die Pflanze dazu bringen,
in diese Selbstbewässerung hineinzuwachsen. Also das ist eine gewisse, brauchst ein gewisses Fingerspitzengefühl am Anfang, muss der Topf tatsächlich auch ein bisschen im Wasser stehen, bis die Wurzeln anfangen einzuwachsen, und dann kannst du den Wasserstand nach und nach absenken und die Wurzeln wachsen weiter, weiter und weiter dann in das ganze System hinein, und dann steht der Topf halt nicht mehr im Wasser. Aber es funktioniert, das ist schon mal richtig eine geile Sache. So, was haben wir jetzt hier? Wir sind jetzt hierbei, einmal rütteln und schütteln nicht vergessen hier. Ja. So, verändert sich jetzt nichts mehr. 5. Ja, pH-Wert liegt bei 5, also auch hier soweit alles okay. So, wie wir jetzt weiter vorgehen mit dem Sonnentaufpflänzchen hier, mit dem All Red, mit den Rosera, eins ist ganz klarer Fall, ein Teil kommt in die Selbstbewässerung und ein Teil, wenn man anders handhabt, muss ich mal gucken, wie, was genau. Auf jeden Fall möchte ich einen Teil in die Selbstbewässerung hineinführen, damit wir gemeinsam weiter Erfahrungen dementsprechend sammeln können. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst wird das hier alles keinen Sinn machen, nicht wahr? Wenn ich alles orthonormal zeige, macht es ja auch wirklich keinen Sinn. Von daher werden wir das gemeinsam machen, sobald ich, ja, das neue Töpfchen dann halt hier habe, in dem Sinne. So, meine Lieben, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald. In dem Sinne, euer Römische, viel Spaß mit Pflanzen, was ihr sonst noch so macht. Ja, es ist schon verrückt, was alles so im Haus machbar ist. Die Drosera capensis, die steht bei uns nicht unter Zusatzbeleuchtung, die steht am hellen Fenster bei uns in der Küche, bekommt ab mittags Sonne, wenn sie da ist, und da geht es ihr also richtig gut. Und ich werde jetzt auch die anderen so nach und nach mehr oder weniger aus der Zusatzbeleuchtung hier entfernen, erstmal, um zu beobachten, wie sie sich am Fenster entwickeln. Denn scheinbar ist es so, dass manche Arten auch mit wenig Licht zurechtkommen. Müssen natürlich beobachten von der Tageslänge her, Tageslichtlänge in dem Sinne, inwieweit das funktioniert, aber auch da denke ich mal, ist es sinnvoll, einfach mal die andere woanders zu platzieren und da auch ein bisschen was mitzunehmen. Sollte dort irgendwas vorfallen, dass es nicht funktioniert, kann ich das ja zurückholen. Das ist also nicht das Problem. Von daher werde ich das so nachmachen, mit einigen Pflanzen dann auch mal ausprobieren, welche Pflanzen dann weniger Licht brauchen. Das haben wir auch bei den exotischen Pflanzen mittlerweile schon gesehen. Von daher sind wir auch da auf einem Wege. Man sieht, es ist so vielfältig zu berücksichtigen, was alles so, ja, geht oder auch nicht geht im Reich der Pflanzen. Ja, ob nur Licht, Wasser, Dünger, nicht wahr? Und auch Wind. Ja, es bleibt auf jeden Fall interessant. So, und der kommt erstmal unter Quarantäne, also den werde ich erstmal einnetzen in dem Sinne. Mal gucken, welches Netz ich dafür nehme. Muss ich gleich mal gucken. Vielleicht das Vlies am besten auch, weil Vlies lässt auch Licht durch, von daher ist das also nicht so tragisch. Einfach mal um zu gucken, ob hier gegebenenfalls noch Trauermücken schlüpfen, denn die möchte ich hier im Raum dann doch nicht haben, und von daher bin ich da ein bisschen vorsichtig geworden. So, ansonsten nehmen wir einfach Fliegenspray, hilft dann auch. So, bis dahin. Ciao, ciao. Ja, ne, so kommt es da doch anders, als man denkt. Meine Güte. Tja, aber die Pinus Chili, cooles Teil. Vor allem, da können wir echt eine Menge von mitnehmen, von dieser Pflanze hier, was alles so möglich ist. Ja, was alles so möglich ist, das ist echt der Wahnsinn. Tja, so ist das, ne?